Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo hier zu meinem Kanal. Ihr seht, ich habe da in letzter Zeit recht wenig gemacht. Das letzte Video kam vor 2 Wochen. Das war eigentlich auch bloß so mal ein Zwischendurch, damit überhaupt mal wieder was kommt. Das letzte richtige Video war vor einem Monat. Eher schon anderthalb Monat als einen Monat. Und naja, Grund dafür ist, erstens, es gab zuletzt, mein eigentliches letztes Hauptprojekt war ja, Mod-Tests vom Landwirtschaftssimulator oder Eurotruck-Simulator. Eurotruck habe ich in letzter Zeit so gut wie nie gezockt, deswegen kam da jetzt auch nichts mehr dazu, weil, ja, was ich nicht brauche, mache ich nicht. Zum anderen war bei dem Landwirtschaftssimulator-Mods zuletzt die Luft raus, weil eigentlich nichts Tolles mehr kam und die x-te Gruppe Anbaugeräte-Pack-Sache brauche ich jetzt auch nicht testen, weil das ja gibt bloß eine andere Größe, vielleicht weniger Pixel oder was, aber ansonsten ist ja immer selber. Und deswegen habe ich das dann einfach auch mal sein gelassen. Wenn da jetzt noch irgendwie was kommen sollte, werde ich da wahrscheinlich ein paar Videos zu machen. Grundsätzlich ist zu sagen, dass beispielsweise dann hier diese ganzen Let's Plays und so ein Spaß, die ich im Laufe der Zeit hier irgendwo mal hochgeladen habe, gelöscht werden. Ebenso werden die ganzen Mod-Test-Sachen hier gelöscht. Einfach aus dem Grund, weil ja, es wird zwar ab und zu mal angeguckt, aber ich bin nicht mehr mit der Qualität damit einverstanden. Ja klar, das war jetzt vor über einem Jahr oder so, aber ich sehe einfach nicht mehr ein, dass zwar mein Name dort auch zu dem Video steht, und ja, es ist einfach nicht mehr zeitgemäß, ich total verwackelt und scheiß Audio-Quali. Die meisten Let's Plays habe ich nicht mal mit Headset aufgenommen, sondern mit dem Mikro von der Webcam von meinem damaligen Laptop. Lecken tut sowieso grundsätzlich. Und deswegen habe ich gesagt, wird der ganze Spaß jetzt einfach mal gelöscht. Was drin bleibt, sind hier diese E-Reader-Sachen. Es werden natürlich die Bartagam-Videos bleiben und es werden die Mod-Tests bleiben. Wie wird es weitergehen? Weitergehen wird es in der Richtung, dass ich ja recht viel in der Natur bin und so, und da werde ich von irgendwelchen schönen Aussichten oder so etwas mal ein paar Videos zeigen von irgendwelchen Bergen, wo ich bin, bei irgendwelchen Städten, wo ich bin. Hab mir jetzt eine ziemlich gute Kamera geholt, hab jetzt auch rendertechnisch da ein bisschen aufgerüstet. Das wird jetzt so mein neues Projekt sein, weil einfach ich aus Zeitgründen auch nichts anderes machen kann, außer eben dann zur Freizeit sich dann noch ein bisschen Arbeit aufhalten. Ich habe einfach momentan wirklich ein Zeitproblem und deswegen will ich auch ein bisschen kürzer treten. Ich will aber den Kanal nicht ganz aufgeben. Im Herbst, schätze ich mal, wird wahrscheinlich die neueste Generation vom Landwirtschaftssimulator kommen. Da wird es dann auch ein paar mehr Mod-Tests wieder geben, hoffe ich mal. Ursprünglich hatte ich mal angedacht, dass ich da auch selber modde, aber nach aktuellen zeittechnischen Stand wird da wahrscheinlich wieder nichts draus. Steht aber noch in den Sternen, das sollte euch jetzt auch erstmal nicht interessieren. Was feststeht, ist auf alle Fälle, dass ich weiterhin auf YouTube aktiv bleiben werde. Ich werde in 14 Tagen spätestens alle Videos, die ich nicht mehr auf dem Kanal haben möchte, gelöscht haben. Dazu werden auch hier diese Trackmania-Sachen sein, wo ich mal letztes Jahr ein bisschen rumexperimentiert habe. Das wird es auch nicht mehr geben. Weil einfach scheiße. Und auch hier diese wunderschönen, ja, App-Test-Sachen werden gelöscht. Ich werde intensiver mit der Homepage zusammenarbeiten. Das haben wir ja
immer ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Wir haben zwar eine Homepage angelegt, aber das wurde dann auch alle 3, 4 Monate mal aktualisiert und dann auch nicht komplett. Das wird dann auch mal komplett über den Haufen geworfen, hoffe ich mal, dass ich den Ricardo dazu motivieren kann, da mir mit zu helfen und mit anzupacken. Aber grundsätzlich wird da wahrscheinlich ein bisschen mehr irgendwann mal kommen. Ihr werdet auf alle Fälle die nächsten Tage schon das erste Video dazu sehen, zu meinem neuen Outdoor-Aufnahmen, sage ich mal. Das ist aber auch noch nicht die finale Qualität, wie es einmal haben soll, wie es angedacht ist, weil ich da noch ein bisschen experimentieren muss mit dem neuen Renderprogramm. Das ist einfach der einzigste Grund. Ich musste einfach mich noch ein bisschen einarbeiten. Qualitätstechnisch wird es auf alle Fälle Full HD sein. Und bevor ich euch jetzt weiter zutexte und irgendwelchen Scheiß brabbel, tue ich jetzt einfach mal beenden. Es wird auf alle Fälle einige Neuerungen geben und ich hoffe, dass ihr mir treu bleibt. Damit würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.